Hey, ihr durchaus fleischigen Peitschen, willkommen zurück zu Scorn. Wir haben letztes Mal diese Kreatur hier geöffnet. Ey, wie tut's mir voll leid, ne? Armes Ding. Aber es ist auch gleichzeitig ein Gebäude oder sonst irgendwas. Also ich habe keine Ahnung, was genau das darstellen soll. Ja, doch schon wieder Sachen. Kommst du hin, bitte? Nee. Nicht ankotzen, bitte. Ey! Ah, da kommt noch eins. Na dann. Und noch ein Hühnchen. Und ich habe keine Boni mehr. Mach bitte schneller, das Hühnchen kommt. Klar, dass es mich trifft. Ich habe nur noch ein Blut. Verdammt. Ich sollte mir die Munition vielleicht ein bisschen aufheben, wenn wieder so ein Brute kommt. Ist immer besser. Das war jetzt auch wieder so ein fieser Hinterhalt. Fiese. Da schon wieder. So wird es immer sein, ihr Mistviecher. Ihr seid Gummi, ich bin Stahl. Oder ein hartes Muskelgewebe. Ich hab so das dumpfe Gefühl, gleich kommt wieder einer angerannt, so ein Brute. Ah, ich wollte eigentlich da. Egal. Gibt ja jetzt frisches Blut, von daher. Das ist immer nur so ein bisschen, ne? Oh ja, bitte penetriere mein komisches Ding. Oh, ich höre schon irgendwas Großes. Akühnchen. Oh, brauche schon wieder ein Licht für meinen Schlüssel. Ende. Hier alles gegen mich wenden würde, ich wäre sowas von schnell tot. Tot gekotzt. Da runter? Oh ja. Da ist gleich Feierabend. Da oben brauchen wir den Schlüssel. Das. Ah, Schlüssel. Okay, ist immer derselbe Schlüssel. Bin schon so ein bisschen vorsichtiger, also. Oh, hier ist das Minispiel, sehr gut. Hä? Wie soll das bitte da reingehen? Das ist ja gar keine Öffnung. Humbug. Ist doch Humbug. Aber wenigstens gibt es hier kein Fleisch, wo wir da irgend so einen Hinterhalt rauskriechen könnte. Sowas von recht. Ich hab's schon gehört, das Vieh, ne?
vor langer Zeit gehört. Boah, kommt noch eins. Schlimm ist, wenn ich die Waffe anlege, übrigens bin ich so langsam. Das ist furchtbar. Ich kann denen auch nicht hinterher rennen, wenn ich ziele. Das geht ja ewig weit, ne? Ohne Money? Nope. Nope, keine Chance. Komm. Viva la Munition. Ist nichts. Das Vieh tötet mich. Ich kann nicht mal aufstehen, wenn es mich trifft, ne? Ich kann nicht mal aufstehen, wenn es mich attackiert die ganze Zeit. Toll. Ach nee, hier krieg ich den Schlüssel. Klack, klack. Zwei noch, dann habe ich den komplett. Das ist ja schön. Ah, da vorne ist eine Tür für den Schlüssel. Aber nein. Geht erstmal nicht hin wegen dem Vieh, ne? Sag's euch. Ohne Munition schaffe ich das keinen Fall. Überlegst, dass das hier ein Wesen ist, in dem wir uns gerade befinden. Krank. Eigentlich schon sehr krank. Oh, hier gibt's aber nicht. Das ist neu. Die großen jetzt, die Eier. Ja, cool. Reingeschissen. Vielen Dank. Oh. Die Penistankstation, es gibt eine neue Waffe. Ja! Gib mir! Ja, bla bla bla. Sehr fancy aus, kann ich die jetzt nachladen? Ah, das ist eine Schrotflinte, ne? Bam! Einfach so. Klick-klack. Ja, jetzt kann er mal kommen, der Brute. Mal sehen, was die Schrotflinte so kann, hä? Nee, dich mach ich lieber so. Na komm. Hab schon. Brauchst du gar nichts machen, ist okay. Ja, musst du nicht. Gut. Plopp. Aha. Wird das Leveldesign vor allem cool. Du bist die ganze Zeit auf einem Weg, aber du weißt gar nicht wohin. Und auf einmal bist du da. Und da bist du aber auch wieder da, wo du vorher warst. Also gleichzeitig. Das ist schon ganz clever gemacht. Wie gesagt, seht mal, jetzt sind wir wieder hier. Am Anfang. Da ist die Tür. Klick, klack.
Na, willst du wieder kotzen? Ist wieder nichts? Was könnte ich jetzt die Tür öffnen? Okay, wir gehen nochmal ganz davor, wo der Brute war. Den hau ich jetzt erstmal weg. Kann ich jetzt vielleicht das Rätsel? Nee. Ah, es ist halt immer noch zu. Wie soll ich da Kugel reinkriegen? Hier haben wir aufgemacht. Hier geht es runter zu Brute. Ja, ich sag immer noch, also es ist halt kein Shooter. Für einen Shooter ist es viel zu schwergängig. Auch von den Ballern her. Es dauert alles so lang. Du musst dir wirklich genau überlegen, auf was du jetzt schießt und was du lieber so erledigst, um Munition zu sparen. Ist mehr wie ein Survival-Horror-Shooter. Oh, zwei Schuss. Du Kackvieh. Oh nein. Ein Schuss. Habe ich es zerlegt? Oh, kein Hühnchen, bitte. Warum ausgerechnet jetzt kommt ihr? Das Knochen sein hier, diese ganzen Strukturen, oder? Ich habe schon lange keine menschenähnlichen Viecher mehr gesehen. Oh, hi! Oh, da ist ja irgendwelche Blöppel auf dem Rücken. Willst du ja nicht sagen, es tut mir leid, nur... Oh, das wird jetzt auch noch aufgerissen, ja. Ey, sorry. Guck mich nicht so... Oh nein, guck mich nicht so schuldzuweisend an, es tut mir echt leid. Ich hoffe ja irgendwie, ich helfe ihm dadurch. Wahrscheinlich eher nicht. Oh ja, komm. Scheiß. Kein Shooter. Weiß ich drauf. Scheiß doch der Hund drauf. Baller euch alle weg. Das ist doch, ich bin schon wieder hier. Am Anfang. Warte mal, kann ich jetzt das Rätsel? Nee, wahrscheinlich immer noch nicht. Aber ich habe ja quasi eine neue Tür geöffnet. Dein Bauch. Oh nee. Du Arschloch. Der dumme Parasit. Oh, und der überwuchert. Ey, am Ende sind wir wirklich so ein Hybrid. Parasitenhybrid. Keinen Sinn. Frage, bin ich hier richtig?
muss ich denn jetzt lang? Also, dass mein Parasit schon so reagiert hat, sagt mir irgendwie... War es vielleicht richtig? Oder halt auch nicht. Da runterkommen, wo der Bauch aufgerissen wurde. Ach, Hühnchen, ernsthaft. Wagst du dich hier raus? Ah! Die Seite ist noch zu. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. So viel kann ich sagen. Gute Blut verschwendet. Habt ihr gesehen? So Splatsch. Wobei gesplashed. Kann ich jetzt den anderen Bauch noch öffnen? Ich habe leider so das Gefühl, das wird das Vieh nicht lange überleben, wenn ich das immer wieder mache. Ja, hi, da bist du nämlich, ne? Ich glaube, das findet ja gar nicht so cool. Scheiße. Mach jetzt! Teil könnte sich wenigstens schneller aufladen, finde ich. Oh, es tut mir echt sorry. Wie es mich dann immer so schuldzuweisend anguckt. Schau mal. Oh. Ey, ich will das doch auch nicht, Kumpel. Das wirklich nicht. Yam yam. Lecker Nachschub. Blub, 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 blub. Voll gut. Ich hab irgendwie so den Eindruck, den Parasiten... Oh nein, 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 nein. Ey. Du Scheiß. Ja, natürlich sind es zwei. Natürlich sind es zwei. Wie gesagt, den Parasiten werde ich, glaube ich, nicht los, weil... Der muss ja eigentlich die Sachen für mich halten. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich auf einmal kein Inventar mehr hätte. Oh, das ist es, was ich an dem Spiel nicht mag. Übrigens, nochmal... Erstmal dieses Hängenbleiben überall, dass du nicht irgendwo vorbeikommst ganz schnell. Und dann dieses Ambushen, das ist wie ein Doom, nur nervig, leider. Wie ein Doom, nur nervig. Die Kackviecher noch da, die Hühner? Nee. Da guck mal. Was denn? Ha? Was ist das denn? Und da einfach da rausgeschissen.
Ah, komm, steh auf, bitte. Nicht schon wieder. Oh. Matsch, matsch, matsch. Ach, bisschen aggro, die Viecher, ne? So ein bisschen. So ein bisschen. Wie gesagt, das finde ich halt doof, dieses Ambushen, dass du halt nichts machen kannst, so wirklich. Außer du hörst ganz genau hin, dass da gerade was hinter dir rausmatscht. Und das hängen bleiben. Ich verwechsel es immer wieder mal gerne. Aber ich kann mich trotzdem heilen. Oh, den Kopf abgeschossen. Gibt also auch Critical Hits, finde ich sehr schön. Monsieur, ich muss in Ihre Wanst. Ah, guck mal hier. Geht aber auch nicht wirklich. Aber so kann ich hier hochfahren lassen. Ah, da muss ich die andere Seite ja auch nur noch hochfahren lassen. Noch weiter? Ah ne, geht's nur wieder zurück. Habe ich ja gar nicht gemerkt. Die andere Seite hier. In den Wanst eingestiegen und das Ding hochgefahren. Hier. Sorry, ganz vergessen. Irgendwie. Fein. Haben wir alle drei. Gut, dann gehen wir jetzt wieder in die Mitte und jetzt kann ich die Rätsel hoffentlich lösen, diese drei liebe Rätselchen. Scheint nicht allzu schwer zu sein. Wenn es geht, wie gesagt. So, guck mal, ich verstehe. Die ändern alle die Richtung. Jetzt ist es ja verständlich. Ich habe es immer so ein bisschen geändert. Wenn man alle drei nutzt. Aber ich habe das Vieh gerade getötet. Hier gerade? Ja. Immer höher. Es regnet Brocken. Sorry. Oh, das sieht nicht gut aus. Alter. Du armes Vieh, ich wollte das nicht. Es tat mir jetzt voll leid, die Kuh.
Okay. Der Klötensammler schon wieder. Verrückt. Guck mal, wie das aussieht. Ich sag's jetzt nicht, wie das aussieht. Oh nein, guck mal, da hängt er. Sieht wirklich aus wie aus, so ein Vieh aus Dead Space, ne? Dead Space, so nenne ich mein Wohnzimmer übrigens. Mein Dead Space, oh nein. Es macht uns echt fertig, dieses Vieh. Ach du Scheiße. Oh, das ist richtiger Body Horror hier gerade. Kennt ihr diese Maden, also diese Fliegen, die die Larven unter die Haut legen, gibt es in Amazonas. Oder generell, ich glaube irgendwo in Dschungeln halt, und die schlüpfen dann irgendwann aus und dann kommen die aus der Haut gepult und so sah das gerade aus, so richtig eklig. Aber das finde ich widerlich, das finde ich richtig hart widerlich. Aber gerade auf der Body Horror Ebene macht das Spiel so viel geile Sachen. Ich liebe Body Horror eigentlich, das ist... Gibt viel zu wenige Filme. Dazu zählt auch schon das in Black Swan, wo sie sich dann die Nagelhaut so... Das ist auch Body Horror, finde ich aber gut. Endlich mal ein bisschen Fortbewegung hier, nicht immer nur auf der Stelle. Jetzt kommen wir vielleicht auch mal wohin, hä? Ach, das sind alles Transporttunnel. Ich find's halt trotzdem krass, wie rücksichtslos er vorgeht. Oder sie, oder die Person, die wir spielen. Oh oh. Ah. Okay. Wir sind da. Ich muss niesen. Und ein Achievement. Du Scheiße, das ist echt Giga jetzt. Guck ich das mal an. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier so viele Phallus-Symbole. Wann kommen mal die ganzen Vulven und Eierstöcke und so weiter? Und da haben wir es. Ja, das ist richtig krass. Richtig krass. Hätte ich so ein Faible für Deko? Ich habe halt keine Deko, ne? Da würde ich mir sowas an die Wand hängen, hier solche Sachen. Ach hier, so die Ecke, ne? Ist schon recht cool. Und die da. Oh. Oh. Oh, guck mal. Oh, das ist ja... Das gefällt mir. So ästhetisch ist es sehr schön. Ich sag jetzt nicht, aber ihr seht's ja. Lasst mal die Fantasie so ein bisschen freien Lauf, was die beiden da machen. Ja. Die sitzt ja auf dem Kopf. Die auch. Ja, kann man machen. Finde ich gut. Auch schön. Muss ich noch was zu Phallus-Symbolen sagen? In diesem Spiel? Glaube nicht. Es fühlt sich irgendwie schon so nach Finale an. Ich finde das doof. Ich mag das nicht. Ich mag jetzt kein Finale haben so schnell. Dantes Inferno wäre das jetzt die Zitadelle der Pein oder sowas. Aber hier ist es wahrscheinlich einfach nur... Oh. Ist schwanger. Oh. Und ich mit irgendeinem abartigen Vieh. Es ist so krass. Du könntest hier echt alles als Desktop-Hintergrund nehmen, finde ich. Alles. Bild machen, zack. Hast du einen Desktop-Hintergrund. Wunderschön. Also, wunderschön und morbide, aber ja... Ein Gekrösel kommt von hier runter.
Ich glaube, da komme ich auch nicht so weiter. Doch. Ist lächerlich. Ist viel zu klein, finde ich. Oh Mann, ey. Oh, oh. Das ist aber auch hier. Eieiei. Ich glaube so, das ist der Tempel der Vereinigung. Jo. Ich will da lieber nicht zu nah rangehen und gucken. Vielleicht sieht man hier irgendwelche Details und dann kriege ich Ärger mit YouTube. Deswegen spielt's gerne selbst, ist im Game Pass. Alter, was ist das denn schon wieder? Das ist wieder Techno-Priest hier. Von Warhammer. Ach du Scheiße. Super beeindruckend, aber auch super einschüchternd. Und da hinten sehe ich ja schon wieder was. Haben Vögel die alle im Stehen? Bitte, guck mal. Und guck mal, wie sie ihre Beine hat. Was, wie anstrengend das ist im Stehen übrigens. Also ich meine jetzt wirklich jemanden halten. Komm. Probiert's aus. Und ich bin stark. Also es ist anstrengend. Und es ist auch nicht sexy. Es ist einfach nur anstrengend. Das sieht halt echt... Ey, das sieht so super... Das würde ich am liebsten... Ich mache sowas nicht. Aber ich würde es am liebsten jetzt bemalen. Wie so Warhammer-Figuren. Das ist bei mir jetzt gerade im Kopf. Ich will das bemalen. Erstmal hier lang. Ach komm. Ist das Cthulhu? Das ist die Gesellschaft von Cthulhu hier. Oh, guck mal, die haben sich... Oh, guck mal, die haben den Blattigel gemacht nur vorne, weil normalerweise machst du den Blattigel ja, dass du die den Rücken aufschneidest und dann wie so Flügel spannst. Oder Blattfalke, heißt Blattigel? Ich weiß gar nicht. Haben ja die Wikinger gemacht angeblich. Weiß nicht, ob das so stimmt, aber... Guck ich das mal an. Ey, das ist ein Kunstwerk. Oh mein Gott, ist das schön. Aber auch wieder morbide und schön, ne? Auf jeden Fall haben die so die Haut vom Rücken gelöst. Und dann gespannt. Und das Lustige ist, haha, pass auf, die Leute haben dabei noch gelebt. Ach, das war schön. Schöne Zeiten. Jetzt haben wir auch wenigstens mal so eine richtige orchestrale Musik, so ein bisschen. Die ganze Zeit war es ja nur so ein blip, 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 blip. Und Sachen. Okay, ich soll da jetzt nicht irgendwas machen, oder? Dies ist dein Embryo. Ja, ich nehme gleich wieder mit. Beziehungsweise mein Parasit hält ihn, ja. Aber hey, immerhin hat er jetzt die Hände... Vergiss es. Ich dachte, der hat jetzt die Hände nicht mehr in uns drinstecken. Redet doch jemand. Gibt es hier überhaupt sowas wie eine Sprache, dass die Leute das sprechen? Wesen, die hier leben. Das ist jetzt schon wieder. Ah ja. Geht was. Wollte gerade nochmal den anderen Weg gehen, jetzt ist egal. Da drin. Hier geht's nochmal Muni. Ja, ich setze dich mal wieder ab, Kumpel, ne? Ach du Scheiße, ist das eklig. Hängt echt ein Kopf im Glas. Da ist aber noch was übrig. Ne, okay, das Blut ist leer. Ich hab noch Ersatz, Mist. Was mach ich denn? Leer. Okay. Das hat nicht alles rein, leider. Ja.
Oh, hey, ich kann mir noch ein paar Kugeln holen, das ist doch gut. Ich dachte mir schon, dass das ein Druckschalter ist. Okay. Wieder ganz andere Kreaturen. Guck mal, die haben andere Haut, die haben schwarze Augen, die haben diese Masken. Ich glaube irgendwie, das ist so eine Art Kastensystem, wenn man es so sieht. Und die wurden aber auch einfach zerstückelt. Guck mal, als wäre es nichts. Und wir sind so die niedrigste Kaste, so die Sklaven, die eigentlich nur zu Futter verarbeitet werden oder ich weiß ja auch nicht. Es ist schwer zu sagen, was hier vor sich geht. Aber, Leute, wir werden das nächstes Mal weiter erkunden. Ich mache heute noch einen Part. Vielleicht kriegen wir es ja heute durch. Mal sehen. Sehr schade, wie gesagt, aber dann ist es halt so. Wenn es so kurz ist, Lur. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst mir Liebe da. Like das Video und kommentiert was Schönes. Wir sehen uns wieder zu Scorn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.